Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Heute von einer neuen, erstmal von der ersten Ausgabe von Prepared on the Road. Und wohin ich fahre, das könnt ihr jetzt erstmal raten, aber ihr habt es ja schon gelesen. Aber ich sag mal so, mein Schlauchschal ist schon Hinweis genug. Bis gleich. Ja, Mann, ey. Warum liegt denn hier so viel Ausrüstung rum? Ja, warum hast du eine Maske auf? Weil bei Gear Reference im Keller sind, Junge. Deswegen. Ja, wie im Intro angesprochen, heute zu Gast bin ich bei Nico. Nico von Gear Reference. Und als allererstes kriegt er erstmal den einzig und originalen und limitierten Prepared Podcast Aufkleber. Jawohl, vielen Dank. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir sind heute in der Man Cave von Nico und ich bin schon seit 3 Stunden hier und wir sind noch nicht mal zur Hälfte durch und mir fliegt mein Kopf weg. Wunderschön. Wir haben gesagt, ich komme einmal vorbei und du zeigst uns mir ein paar Sachen. Wir haben uns überlegt, so für das Video, darf ich mir 3 Sachen rausnehmen, die ich mitnehme? Also raussuchen, die ich mitnehme? Hätte er gerne. Nein, aber die mir besonders gut gefallen. Und ich habe Nico gebeten, auch 3 Sachen rauszusuchen, die ihm besonders gefallen, wobei ihm das natürlich deutlich schwerer fällt. Aber erstmal für die Leute, die deinen Kanal noch nicht kennen, wie heißt dein Kanal bei YouTube? Der Kanal heißt Gear Reference, auseinandergeschrieben, also Gear und dann Reference. Genau. Und da mache ich dann Videos, wo ich die einzelnen Ausrüstungsstücke, die ich besitze, nochmal besonders vorstellen und auch ein bisschen Geschichte und so. Ganz genau. Für die, die das noch nicht so kennen, in den Podcasts, die wir hatten, haben wir schon mal eine ganze Weile gesprochen. Erstmal allgemein, dann über deine Zeit als Fallschirmjäger, als EGB Fallschirmjäger. Und dann ging die Nerd-Rakete erstmal richtig los mit Beltkits, Chestrigs, Rucksäcke, die letzte. Da sind wir richtig tief ins Detail gegangen. Ja. Da war schon einiges dabei auf jeden Fall. Genau. Aber im Podcast haben wir es schon besprochen, aber hier nochmal ganz kurz für euch. Wie bist du zu deiner Gear-Leidenschaft gekommen? Boah, frühe Entdeckung von Filmen, Büchern, allgemein Militär und dann irgendwann zu den Tragesätzen, vor allem dann durch das selber dienen bei der Bundeswehr, wenn man selber damit arbeitet und guckt, was machen andere. Da wird das Interesse hier geweckt, wie sieht das aus, das sind ja ganz interessant, das brauche ich mal zum Testen. Ja, ja. Und so kommen die ersten Stücke und dann ist das Hobby auch nach der Dienstzeit weiter da gewesen und dann bin ich richtig deep reingedived. Aber wirklich deep reingedived. Also vielen Sachen, die er hier zeigt, so, ja, das erkennst du hier schon. Nee, erkenne ich nicht, aber er sei wirklich tief im Thema drin. Und guckt auf jeden Fall, jetzt fällt mir mein Schlauchschal runter. Naja, mich kennt ihr ja. wir hatten mal gesagt, so ganz kurz, du wirst eh nochmal eine Roomtour machen bei YouTube, aber du kannst mal ganz kurz zu der Ecke hinter dir vielleicht was erzählen, damit wir das mal kurz sehen und dann zeigen wir auch die 3 Teile, die wir uns ausgesucht haben. Also, schieß mal los. Also hier hinten sehen wir den Bereich von hier oben bis hier unten, der so ein bisschen an Vietnam angelehnt ist. Da sind die ganzen kleinen Teile, auch mal so ein paar schöne Specials wie ein Becher, ein Karabinerhaken datierter, alles was so aus der Ära kommt. Bisschen Kopfbedeckung, verschiedene Taschen, die Besonderheiten sind da noch mit drin. Also alles Stücke, die man sich gerne mal anguckt und auch mal gerne präsentieren will. Ich habe hier in meinem Raum verschiedene Bereiche aufgeteilt. Noch nicht super, weil ich leider kein Museum bin, aber ich versuch's. Und dann natürlich alles, was so an Kopfbedeckung dazu gehört, von oben, dass man sowas immer mal wieder direkt sieht und das kann man halt super schön präsentieren. Das nimmt halt nicht so viel Raum und Platz weg wie die ganzen Westen oder so ein Chestrig oder halt eben Rucksack. Und das sind halt die kleinen Details, die man mal gut zeigen kann, wenn jemand wie Erik kommt, dann mal richtig abnörden kann. Ja. Genau. Und hier drüben ist dann so eine Figur. Da geht es dann los mit ein bisschen Afghanistan-Zeitraum, Uniform, besonders die Raven. Wendejacke ist damit, die werde ich immer auch nochmal im Video vorstellen, auch ein besonders cooles Stück. Und dann habe ich hier noch Uniform und dann fange schon Kisten an mit verschiedenen Westensystemen und weiter drüben sind die Rucksäcke. Ja, und so sieht das hier 360 Grad aus, wenn man an jede Wand guckt. Und so, ja, so ist das ungefähr, ja. Ich kann das tatsächlich nur bestätigen. Also für jeden, der Gear mag, der Ausrüstung mag, ist das hier also eine Fundgrube. Wenn Nico mal stirbt, wird das ein Konvolut für 150 €. Aber
Aber es ist tatsächlich in jeder Ecke was Interessantes zu sehen. Das macht es auch so spannend. Schaut euch den Kanal auf jeden Fall an. Hört doch mal in die Podcasts rein, weil dann die Geschichte, glaube ich, ganz gut nochmal rauskommt. Ja. Eben durch die spezialisierte Verhandlung, die Nico gemacht hat, hat er nochmal einen ganz anderen Blick als auf Ausrüstung, als jemand, der diesen Hintergrund nicht hat und ist da wirklich ein absoluter Nerd. Okay, wie gesagt, alles Weitere zu den Details, zu den verschiedenen Sachen, wie gesagt, also hier ist für 10 Jahre YouTube ist auf jeden Fall Filmmaterial drin, ja, das ist auch der Plan. Mindestens, ja. Mindestens 10 Jahre, aber jeden Tag gucken. Und genau, und ich würde vorschlagen, wir zeigen jetzt einfach mal unsere 3 Teile. Ja. Gut, dann fang du mal an. Oh, ich dachte, der Gast geht. Na gut. Wie du möchtest, ich kann auch anfangen, also. Nee, ich fang mal an. Ja, fang mal an. Ich habe hier eine modulare Weste der Firma American Body Armor, die ist 1990 datiert und ist so zu finden, gerade in der Konfiguration mit den Beinholstern, der Rückentasche fürs Funkgerät und anderes Zubehör. Bei der Special Tactics Squadron, den Combat Controllern der US Air Force, da waren die im Einsatz. Und ansonsten fand man diese Weste auch in dieser Version mit mal MP5-Taschen etc. bei den Navy SEALs, bei Polizeieinheiten und bei vielen anderen. Und das ist einfach ein cooles Stück, weil es komplett ist, in einem super Zustand und eine kleine Besonderheit in Schwarz, das hat man ja auch nicht so oft bei dienstlich gelieferter Ausrüstung. Stark, wunderbar. Ey, dann machen wir abwechselnd, das ist vielleicht eine ganz gute Variante. Also auch mal so, wenn ich jetzt, ich würde das sehen sagen, eine schwarze Weste, eigentlich gar nicht mehr so interessant, auch nicht mehr so up-to-date, aber in der Vollzähligkeit und so wie es gebaut ist, wirklich, wirklich toll. Gut, ich hatte schon einen festen Vorsatz, weil ich wusste, dass Nico das hat. Deswegen habe ich es hier schon mal hingelegt und ich musste auch schon aussortieren. Ich hätte schon viel mehr raussuchen können. Und habe hier das Kajak Chestrick. Das Kajak Chestrick, der Kampfschwimmer. Also du berichtest nicht, wenn ich das falsch erzähle. Ich höre direkt rein. Ja, also, beim Kampfschwimmer habe ich es nie gesehen. Ist so ein KSK-Ding. Ah, okay. Ne? Aber für die Kajak Operations genutzt. Der SBS hatte sowas auch. Also SBS Kajak Rig habe ich da mal gesucht, ne? Genau, ja. So war es auch von Arktis mal im Programm. Ja. Und man geht davon aus, dass es dann auch beim SBS zu finden war. Es wird dafür einen Grund geben, warum man dieses Design mal gewählt hat. Ja. Naja, also der Hintergrund ist ja, also das Besondere hier dran ist, und deswegen finde ich das so interessant, weil ich es gerne haben möchte für den Dienst, dass die Magazintaschen an der Seite sind und die relativ breiten Multifunktionstaschen. Wenn du mal, hast du vielleicht einen Vergleich, na gut, jetzt haben wir die Chestrick schon weggeräumt. Aber wenn die Seitentaschen natürlich breit bei einem Chestrick an der Seite sind und ich versuche damit zu rudern, dann ist das schwierig und deswegen sind die etwas schmaleren Magazintaschen hier an die Seite gerückt und die großen bulky Multifunktionstaschen sozusagen nach vorne. Ne? Also genau, das ist jetzt damit ich die Ellbogen nicht behindere. Ganz genau. Und deswegen finde ich halt ultra spannend, weil es halt auch ein absolutes Einhorn ist. Also ein Einhorn, was es natürlich bei Nico zweimal gibt, aber nichtsdestotrotz ganz besonderes und ein schönes Teil. Ne? Ja. Gut, dann gerne dein zweites Teil. Dann nehme ich jetzt mal Bekleidung. Und zwar habe ich hier eine Feldbluse. Oh, der sehr schön. Der ein oder andere, der dient, wird grob erkennen, um was es sich hier handelt. Und zwar um eine Einsatzkampfbluse, wie sie bei der Bundeswehr genannt wird. Hier ist die Besonderheit, dass diese von dem vorherigen Besitzer modifiziert wurde. Warte, ich halte mal, du kannst zeigen. Genau, ja. So. Und zwar die erste Generation der Einsatzkampfbluse hat nur einen Knopf pro Tasche gehabt. Auch an den Ärmeln, und zwar ein braun, hier oben ist einer zu sehen. Und hier wurden die Taschen, die Seiten gewechselt, dass ich hier, wenn ich die Schutzweste trage, von der Seite an den Reißverschluss komme. Normalerweise sind die Reißverschlüsse innen. Mhm. Taschen durch Klett ersetzt, der ganze Mittelbereich durch Klett ersetzt, Oberarmtaschen auch wieder Klett und zusätzlich Flächen für Truppkennung und andere Patches wurden dann noch angebracht. Und die ganzen Knöpfe wurden komplett entfernt, bis auf den einen, der noch hier oben ist. Besonderheit ist auch noch, dass hier noch die Truppkennung oben auf dem Schild ist und man die, also hier an der Seite, ja, okay, Namen und so. Ja, okay. Und man die, also ich die Person auch kenne. Ja, okay. Also, auch das ist ja hier, alles was Modifikation angeht oder wenn es so gemattete Sachen gibt, unfassbar spannend. Ne? Das ist hier so ein Beispiel davon.
wo ein Produkt, was es so gab, sozusagen nochmal abgeändert wurde. Ne? Hier einfach um Second IDs, Verletzungen durch die Knöpfe zu vermeiden. Ja, ganz toll Stück. Cool, sehr, sehr cool. Also da waren wir noch nicht bei der Bekleidung. Ne? Sonst hätte ich mir das auch rausgesucht. Sehr schön. Ich habe mir das rausgesucht, auch zum Thema Bekleidung, weil das sowas gibt's nicht. Das gibt's nie wieder. Und zwar ein Under Armour Pulli. Mit Etikett. Da hängt ihr euch natürlich auch so, hä? Aber wäre ja nicht Nico, wenn er nicht gebrandet wäre. Das kann ich in die Kamera halten. Ja, also ein normales, ich sag mal gekauftes Stück, aber dann halt geupdatet und wird auch nur von der Einheit getragen. Sagst du bitte was zu der Einheit? Genau, zu der 10. Special Forces Group von den CIF-Kräften, also CIF geschrieben, die Direct Action Operation durchgeführt haben. Normalerweise ist ja Green Beret Special Forces Auftrag so ein bisschen Teaching. Consulting, Teaching, und, ja, genau. Mhm. Und die haben halt dann durch die hohe Einsatzbelastung der Delta Force und so weiter die Direct Action Operation übernommen und waren dann viel mit dem Iraqi SWAT und so weiter unterwegs. Ja, ultra spannend. Also sowas ist ja eh, also ich bin ein unfassbarer Sucker für so Military T-Shirts, für Caps und so weiter. Das ist halt was, weil man es nicht kaufen kann. Das gibt es nicht. Ja. Das gibt es in den Einheiten vielleicht, wenn der Spieß da was bestellt oder der First Sergeant oder irgendwas. Aber man findet es nicht. Gegen Bier getauscht genau. Oder gegen was anderes. Gegen Bier getauscht oder gegen Coins oder gegen was anderes. Sehr, sehr schön. Okay, und dann noch ein Stück. Soll ich wieder halten? Ich halte mal hoch, du zeigst, ne? Ich habe mich dann nochmal für ein Stück der Bundeswehrgeschichte entschieden. Und zwar in der Multifunktionswestenreihe ist das so die erste, die beim Kommando Spezialkräfte angekommen ist. Auf meinem Kanal könnt ihr zur Multifunktionsweste auch schon ein Video sehen zu einer Version und das ist der ultimative Vorgänger. Wenn ihr euch das Video anguckt, werdet ihr sofort sehen, wo da die Unterschiede sind. Und die ganz viele Features sind einfach noch nicht vorhanden, aber wir haben aufgenähte Taschen, wir haben schon eine 40 mm Tasche, Schnur für SIGDI-Munition. Auf dem Rücken haben wir schon die riesigen Rückentaschen, um Dinge zu transportieren, mit einer Helmhalterung, wie das der direkte Nachfolger auch noch hatte. Und das ist halt so ein Ding aus dem Jahre 96, 97, mit Schlemmkreide abgetarnt, wo ich auch so der Einzige bin, der so ein Stück noch hat. Stark. Also auch, weil die Multifunktionsweste einfach ein tolles Stück ist, auch da die Videos verlinke ich natürlich, sodass ihr da direkt auf den Kanal kommt, wenn ihr Gear-Nerd seid, aber auch so. So, und ich habe mir ein Stück rausgesucht. Ich spoiler schon mal. Grüße gehen raus an André von Black Lion Gear, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Grüße gehen raus. Und ich bleibe in dem Farbspektrum. Ist ja auch eines meiner Lieblingsfarben. Auch Grüße gehen raus an Kumpel Sascha. Ich habe mir diesen Rucksack rausgesucht. Chief Gear? Nein. Granite Gear Chief Patrol. In diesem geilen AOR. Also es ist halt einfach ein unfassbar... Also die Tarnung ist mega und dieser Rucksack, ne, wer die Rucksackfolge gehört hat, ich habe halt auch so einen Rucksack-Fable, aber komme lange nicht an die Masse ran, die Nico hat und der ist halt einfach nochmal was Besonderes. Möchtest du noch was zu dem sagen? Ja, wir haben die Besonderheit hier, das ist ein ultra leichtes Material, das macht den Rucksack auch sehr, also wenn man den sieht, da passt also, richtig viel rein, aber er wiegt dafür extrem wenig. So, ne? Ganz genau. Wir zeigen breite Schultergurte. Wahnsinn. Ganz tolle Hardware. Auch die, ne, hier diese Elemente, so, dass du ihn an der Seite ziehen kannst. Also wirklich, Leute. Zum Verlieben, ne? Es ist zum Verlieben. Mega gut. Ja, aber Erik wird gefilzt, wenn er hier wieder abhaut, ne? Also hier wird nichts mitgenommen. Aber wer will mich denn aufhalten? Ja, das zur Vorstellung. Ich sag mal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Habe ich gefreut, war eine Ehre. Ich werde jetzt noch nicht gehen. Wir sind auch noch nicht durch. Ich werde mir jetzt noch ein paar Sachen zeigen lassen und mir anschauen. Euch nehme ich nicht mit. Deswegen geht auf den Kanal, schaut es euch an. Und dir gebühren die vorletzten Worte, bevor ich dann auf Wiedersehen sage. Ja, kommt auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da habe ich schon ein paar Bilder und sowas gepostet. Kommt über meine YouTube-Seite ran. Wenn ihr da irgendwas seht, was euch interessiert, irgendwelche Videowünsche oder so, einfach Kommentar schreiben, Nachricht schreiben. Gehe ich gerne drauf ein und plane das dann mit in die Timeline ein. Ganz genau. Das weiß nicht, ob du das jetzt wirklich machst, aber wenn ihr Fragen zur Ausrüstung habt, dann fragt ihr mich. Ich frage dann Nico.
Und dann komme ich schlau um die Ecke. Also alles, was Nylon ist, könnt ihr gerne hier lassen. Ansonsten geht raus, bleibt tapfer und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Sehr schön. Nice! So läuft das. Achso, ich mach's noch nicht ab. Erst.